hat man, dass die beiden Starting Fives der beiden Mannschaften an der Seitenlinie auf Osnabrücker Seite, Christian Kaiser auf Bamberger Seite, Ulf Schabacker seit diesem Jahr Head Coach der DJK Brose Bamberg. Man trennte sich von Steffen Dauer aufgrund der langanhaltenden Negativserie. 7 Partien in Folge haben die Bambergerinnen mittlerweile am Stück verloren. Die Panthers wissen, wie sich das ungefähr anfühlen muss. Die haben schon 6 Niederlagen in Folge einstecken müssen. Also das wird heute, man kann schon sagen, ein 4-, vielleicht ein 6-Punkt-Spiel. Vielleicht ist das dieser entscheidende Treffer. Und vielleicht ist es dieser entscheidende Sieg für die Osnabrückerinnen oder auch die Bambergerinnen, um letztendlich doch die Klasse zu halten. Großes Problem bei den Osnabrückerinnen ist, dass man in der Vorwoche sehr, sehr hoch gegen Oberhausen verloren hat und damit auch den direkten Vergleich gegen Oberhausen verloren hat. Das heißt, wenn beide Teams letztendlich punktgleich sind, dann steigt im Notfall Osnabrück anstatt Oberhausen hat. Also man muss mindestens mehr Punkte sammeln als Bamberg und Oberhausen oder andere Teams. Aber im Normalfall wird sich das wenn sich das weiter so entwickelt wie zurzeit, dann reden wir von einem 4, maximal 5 Team bestehenden Abstiegskampf aus Osnabrück, Bamberg, Freiburg, vielleicht Nördlingen, die stehen weiter unten in der Tabelle, auch nur 5 Siege und Oberhausen. Alle anderen Teams mindestens 7 Siege, natürlich Meister Wasserburg ganz, ganz oben, 12 Siege aus 13 Partien. Nur die Niederlage in der Hinrunde gegen die Chemnitzerinnen, die tut den Wasserburgerinnen wahrscheinlich immer noch ein B und vermiest ihnen die makellose Partie. Gestern gab es schon die eine oder andere Niederlage auf Seiten der Liga, wo die Panthers nicht ganz so drüber lachen könnten. Die Freiburgerinnen verloren zu Hause gegen die Rhein-Main-Baskets. Im Abstiegskampf für die Panthers und auch natürlich für die Bambergerinnen sind das gute Nachrichten. Marburg gewann allerdings zu Hause gegen Saarlouis auch recht deutlich mit 79-59. Hat sich da also auch so ein bisschen weiter nach oben gearbeitet. Die Royals mittlerweile auf dem 5. Tabellenplatz mit 7-7. Also es wird ein ganz, ganz enger und hart umkämpfter Abstiegskampf in diesem Jahr. Noch enger als in der letzten Saison. Nach gut 2 Minuten führen die Bambergerinnen hier mit 5-2. Und wir schauen mal, wie sich das Spiel der Panthers in diesem Spiel entwickelt. Die letzten Spiele, defensiv war das, sagen wir mal, guter Durchschnitt oder schon mal ganz ansehnlich anzuschauen. Das Problem, das waren die Punkte. Mehr als rund 60 Punkte schafften die Panthers nicht und das war das große Hauptaugenmerk. Man schafft es, den Gegner einigermaßen unter Kontrolle in der Offensive zu halten. Aber selber ist man noch harmloser, noch weniger aggressiv unter dem eigenen Korb. Boxt schlecht aus, teilweise bis zu 16, 19 Offensiv-Rebounds lässt man dem Gegner dazu. Das ist viel zu viel. Diese Second-Chance-Points und Chances, die lassen die Panthers zurzeit zu oft zu. Man spricht da von Ballverlusten von 15, 16 Stück in einem Spiel. Viel zu viel, um eine Partie letztendlich für sich entscheiden zu können. Zurzeit nach 3 Minuten führen die Bambergerinnen mit nur 3 Punkten. Das ist nicht schlimm. 2 Punkte in 3 Minuten, das ist allerdings wiederum weiter verbesserungswürdig. Schauen wir mal, wie sich das jetzt in den nächsten Minuten entwickeln wird. Bamberg in Grün im Ballbesitz. Einwurf Bamberg. Und Bacharova am Ball. Lenkt das Spiel ihrer Mannschaft. Noch 6 Sekunden Zeit. Vogel mit dem nächsten Dreier geht daneben. Ballbesitz für Osnabrück. Jetzt kann es mal schnell gehen. Rodriguez, das ist allerdings eine 4 gegen 4 Situation. Die Zone ist ziemlich dicht. Schreckmeier versucht es trotzdem. Mit Erfolg geht rein. Wir haben ein Einsprungspiel. Bacharova, Hartmann, Benzio und Vogel vergibt. Aber der Rebound, der Ball ist dann, weil Abel den Ball dann noch ins Aus boxt bei Bamberg. Fünf
5 Sekunden noch. Bacharowa muss was machen. Bacharowa macht was mit dem nächsten Dreier. 8-4 Bamberg. Die Gäste führen mit 4 Punkten nach 4 Minuten gespielter Zeit im ersten Viertel. Wellers versucht das Anspiel auf Worms. Vogel sieht das allerdings, hat die Finger dazwischen. 15 Sekunden noch Zeit für diesen Angriff. Es gibt den ersten Spielerwechsel auf Seiten der Bambergerinnen. Tonia Lohneis kommt neu ins Spiel für Daniela Vogel. Worms vertändelt fast den Ball, kann ihn jetzt nicht mehr kontrollieren. Und dann sagen die Schiedsrichter, Foul von Tonia Lohneis an Worms, die dazu beherzt rangeht, um den Ball zu bekommen. Foul, erstes persönliches Foul der Bambergerin, erstes Teamfoul im ersten Viertel. Abel am Ball, Rodriguez, eigentlich eine gute Schützin von außen, wurde geholt, um das Spiel breit zu machen und immer wieder für Gefahr von außen zu sorgen. Das wird allerdings schwer, sie ins Spiel in der Offensive einzubinden, wenn man den Ball wieder vertändelt. 8-4 Führung, nächster Ballverlust von Osnabrück. Es wird gleich einen Spielerwechsel geben. Michelle Müller wird neu ins Spiel der Panthers kommen für Janina Wellers. Christian Kaiser fängt schon früh an, genauso wie Ulf Schabacker, einige Spielerinnen neu einzusetzen. Mabry. Abel verteidigt gut, war da am Ball dran, aber auch an der Gegenspielerin. Foul von der US-Amerikanerin Abel, ihr zweites persönliches Foul. Mabry, Lohneis, nimmt den Dreier, vergibt, Rebound ist bei Schweckmeier. Abel, Worms. Das wirkt ein bisschen zu uninspiriert. Das wirkt einfach alles nach zu viel Kampf. Keine wirklichen Spielsysteme. Man kann einen Fastbreak laufen. Dann muss man ihn allerdings auch wirklich konsequent durchziehen. Wenigstens das Foul ziehen, um wenigstens den Gegner zu sprechen und oder Freiwürfe zu bekommen. Mabry mit dem nächsten Dreier geht daneben. Glück für die Osnabrückerin, dass Danny auch noch reingeht und die Führung für der Bambergerin weiter anwächst. Rodriguez am Ball. Schreckmeier, Worms. Wenig Bewegung im Spiel der Osnabrückerin. Worms zieht das Foul gegen Benzio. Kriegt zwei Freiwürfe. Die ärgert sich trotzdem, Worms. Die wollte natürlich den Korb machen und dann den extra Freiwurf bekommen und das Spiel zum Dreipunktspiel benutzen. Letztendlich aus Osnabrücker Sicht wichtiger, dass überhaupt Punkte aufs Scoreboard kommen. Nach über 5 Minuten erst 5 Punkte erzielt. Da rechnen wir mal lieber nicht hoch, was es am Ende geben könnte. Das wäre ein bisschen zu pessimistisch geschätzt. Worms vergibt den ersten. Vergibt nicht den zweiten. Der geht dann irgendwie noch rein. Tändelt da ein, zwei Mal auf dem Ring. Ist dann letztendlich drin. 5-8 aus Osnabrücker Sicht. Bacharowa am Ball. Jessica Müller. Und Miller mit dem nächsten Offensiv-Rebound. Das Problem der Osnabrückerin der vergangenen Wochen. Auszeit. Christian Kaiser reagiert. Nimmt früh die erste Auszeit. 4 Minuten 22 noch zu spielen im ersten Viertel. Bamberg führt mit 6 Punkten in Osnabrück. Hier, wo die Bambergerinnen in der letzten Saison, im letzten Spiel noch ganz, ganz eng und in allerletzter Sekunde den Klassenerhalt geschafft haben. Wolfenbüttel musste Insolvenz anmelden, man stieg da also durch den Zwangsabstieg ab und Bamberg rutschte sogar dadurch noch in die Playoffs. Eine verrückte Saison aus Bamberger Sicht, eine ganz, ganz verrückte Saison aus Sicht der gesamten Liga. Und diese Saison, man weiß nicht, wer den Klassenerhalt schaffen wird. Es sieht nach einem Kampf zwischen 4, maximal 5 Mannschaften aus. Mit dabei Bamberg und auch Osnabrück. Und es wird bockschwer, diesen Klassenerhalt dieses Jahr zu schaffen. Osnabrück schon wieder auf dem Feld. Rodriguez, Worms, Müller.
Abel und Schwerkmeier. Bamberg lässt sich Zeit. Ulf Schabacker nutzt da wirklich jede Sekunde, um sein Team intensiv drauf einzustellen. Er sagte in dem Interview, dieses Team, das muss jetzt nicht auf den Tabellenplatz achten. Das soll einfach nur von Spiel zu Spiel denken, gar nicht darüber nachdenken, wo wir in der Tabelle stehen, was andere machen. Das soll uns egal sein. Wir müssen einfach jetzt auf uns schauen und mehr uns auf unsere Spiele konzentrieren. Nur dann ist dieser Klassenerhalt auch möglich. Die Spielerinnen, das sagt Schabacker, die sind genug motiviert. Die wollen das auch selber noch aus eigener Kraft schaffen und die wollen diesen Klassenerhalt irgendwie noch erreichen. Müller kriegt kaum nur eine Anspielstation, dann kriegt man das doch irgendwie hin. Elbe den Ball hinzupassen, ist auch in der gegnerischen Hälfte. 8 Sekunden hat eine Mannschaft Zeit, um den Ball in die gegnerische Hälfte zu schaffen. Wenn man das nicht hinbekommt, dann kriegt der Gegner Angriffsrecht. Elbe am Ball, versucht es zu punkten, geht daneben, Rebound bei Schwerkmeier. Und das sind einfache Punkte, weil Schwerkmeier da nicht aus Bamberger Sicht gut ausgeboxt wird. Dann sind das die Anschlusstreffer zum 7:11. Der nächste Dreier von Hartmann geht daneben. Und Rodriguez kriegt ihr erstes Foul. Schubster Johanna Beck beim Rebound-Versuch zu weit weg. Erstes persönliches Foul der US-Amerikanerin. Viertes Team-Foul im ersten Viertel. Miller, Hartmann gegen Worms. Geht rein. 7:13. Abel zieht jetzt mal zum Korb. Hat Geschwindigkeitsvorteile gegen Miller. Macht die nächsten beiden Punkte. 9:13. 4 Punkte Rückstand für Osnabrück. 3:25 noch zu spielen. Und Kaiser, der lebt richtig auf. Der ist jetzt schon im ersten Viertel geladen ohne Ende. Der weiß auch, wir brauchen in diesem Spiel nur einen Sieg. Er hat schon vorher gesagt, wenn das Spiel auch nur mit 16:15 für uns ausgeht, ist das egal. Hauptsache, wir gewinnen dieses Spiel. Nächstes Foul auf Osnabrücker Seite. Michelle Müller mit ihrem ersten persönlichen Foul. Und es war das mittlerweile 5. Teamfoul. Das heißt, bei jedem weiteren Foul gibt es Freiwürfe für Bamberg. 5 Teamfouls und dann gibt es bei jedem weiteren Foul Freiwürfe. Bacharoba nimmt sich 2, nimmt den ersten, macht den ersten. 9:14 für Bamberg. Vergibt den zweiten. Aber Beck hat fast den Ball. Schwerkmeier passt auf. Und Osnabrück kommt dann doch in Ballbesitz. 5 Punkte Vorsprung für Bamberg. 3 Minuten noch zu spielen. Worms, Schwerkmeier, Abel. Wenig Bewegung im System der Osnabrückerin. Da kommt zwar ein Block, da wird sich am unteren Ende des Spielfelds bewegt. Und das ist das 3-Punkt-Spiel durch Abel. Wenn dann kein System durchläuft, dann macht man es halt alleine wie Abel. Zieht das Foul, macht den Korb, kriegt einen extra Freiwurf. Lisi Sorgmann mit dem ersten persönlichen Foul, 4. Team-Foul auf Bamberger, aus Bamberger Sicht. Und Abel geht an die Freiwurflinie, macht ihn nicht, Beck mit dem Rebound. Gute Fastbreak-Chance und die macht Sorgmann, erhöht wieder auf die bekannte 5-Punkte-Führung für die Bambergerin. Abel gegen Miller. Rodriguez nimmt sich einen ziemlich wilden Wurf, legt daneben Miller mit der Fastbreak-Chance über Bacharova mit dem Dreier. Der geht nicht rein. Rebound. Rodriguez könnte das Spiel schnell machen. Waghalsiger Pass auf Schwerkmeier. Die kann den Ball noch kontrollieren. Zieht zum Korb, spielt nochmal ab auf Worms. Das müssen 2 Punkte sein. Das sind 2 Punkte. 3 Punkte Rückstand Osnabrück. Bamberg im Ballbesitz mit Miller. Beck, Miller, Bambergerin, fast alle in der Zone, bewegen sich jetzt zu wenig, nur noch 4 Sekunden Zeit, Block von Worms. Aber dann macht es Vogel mit der Hartmann mit der allerletzten Sekunde und bringt den Wurf noch irgendwie unter. Wieder 5 Punkte Vorsprung für Bamberg.
Abel gegen Miller. Nochmal. Nochmal! Es tendelt hier zwischen dem 3- und 5-Punkte-Vorsprung für die Bamberger. In Osnabrück muss noch eine Schippe drauflegen in der Defensive, um hier noch näher ranzukommen. Sogmann mit dem nächsten Dreierversuch setzt daneben, aber der nächste Offensiv-Rebound bei den Bambergerinnen. Das kann Christian Kaiser überhaupt nicht gefallen, wie viele zweite Chancen sein Team schon in den ersten 10 Minuten hier zulässt. Glück für die Panthers, dass die Bambergerinnen viele, auch teilweise offene Würfe, auch aus der Distanz liegen lassen und nur mit 3 Punkten führen. Also mit einem guten Wurf kann man hier rankommen. Man kommt auch ran! 18-18, 40 Sekunden noch zu spielen. Ausgleich durch Rodriguez. Miller gegen Abel. Sogmann muss sich langsam entscheiden. Noch 8 Sekunden Zeit. Viel Zeit ist nicht mehr. Bararova nimmt sich den Wurf. Vergibt aber der Rebound. Schreckmeier kämpft, beißt und holt sich den Rebound. 13 Sekunden noch zu spielen im ersten Viertel. Die Panthers können die Uhr runterlaufen lassen und so verhindern, dass Bamberg nochmal im Ballbesitz bekommt. Rodriguez mit dem schlechten Pass auf Müller. Und das sind dann noch 7 Sekunden Zeit für Bamberg, hier nochmal zu Punkten zu kommen. 18-18, viel Zeit ist nicht, aber mit 7 Sekunden kommt man nochmal in die gegnerische Hälfte und zu einem halbwegs vernünftigen Wurf. Da ist noch einiges drin. Miller, 4 Sekunden noch. Was macht die US-Amerikanerin? Spielt ab auf Mabry, die nimmt sich den Dreier. Die macht den Dreier! Meter hinter der Dreierlinie. Die Topscorerin der Bambergerin haut ihn nochmal rein. 21-18. Bamberg führt mit einem ganz langen Dreier durch Mabry mit 3 Punkten. 21-18 nach den ersten 10 Minuten. Also, da müssen die Panthers in Form von Rodriguez aber auch näher an der Spielerin sein. Meter hinter der Dreierlinie, ziemlich unbedrängt abdrücken. Das ist ziemlich schlecht verteidigt in den letzten 7 Sekunden. Einfach nah am Mann sein. Dann kommt auch ein schwieriger Pass dabei raus, eine schwierige Wurfsituation. Aber Mabry macht das klasse, holt sich einen schwierigen Wurf, macht ihn und sorgt hier wieder für die nächste Führung für die Bambergerin. Kaiser wechselt, nur noch so ein bisschen bedingt. Sokol Potratz neu im Spiel. Müller kriegt die nächste Pause. Worms, Rodriguez, Abel und Schweckmeier auf dem Feld für Osnabrück. Die Bambergerinnen halten dagegen mit Mabry, mit Miller, Vogelbeck und Sogmann. Worms mit den schnellen ersten beiden Punkten in diesem Viertel. Die Offensive, das ist das Problem der letzten Spiele gewesen. Defensiv, da können die Panthers immer noch so ein bisschen eine Schippe drauflegen, hat man das Gefühl. Bloß offensiv, da geraten sie manchmal ins Stocken und kommen einfach auch mal 7-8 Minuten lang fast zu keinen Punkten. Letztes Heimspiel hier in Osnabrück gemerkt, wo man wirklich 6,5 Minuten ohne Punkt blieb. Die Offensive ist teilweise wirklich das größte Problem und nicht wie bei vielen Teams die Defensive. Osnabrück in Weiß im Ballbesitz, jetzt mit der Chance zur Führung. Rodriguez, Schreckmeier. Rodriguez kriegt keinen vernünftigen Block, kriegt keine vernünftige Wurfposition. Dann macht's Worms auf Sokol Potratz. Die wird
gefoult von Sorgmann, die will sich noch ein bisschen mit dem Schiedsrichter unterhalten. Sagt, ich stand hier einfach nur, das war ein normaler Block, aber akzeptiert dann anscheinend doch das Foul. So, Sokol Potratz kriegt zwei Freiwürfe. Neu im Spiel bei Bamberg in diesem Viertel. Hartmann ersetzt Zogmann. Und Sokol Potratz setzt den ersten Freiwurf daneben. Zweite sitzt. Ausgleich. Panthers. Miller, Vogel, Beck, Mabry, Miller, Vogel. Bamberg lässt den Ball gut laufen, wird belohnt mit dem nächsten Dreier. Bamberg nimmt viele Dreier, lässt den Ball lange laufen und wird dann teilweise mit vielen richtig offenen Würfen belohnt. Das Problem, sie treffen nicht alles. Miller passt gut auf, Fastback-Chance über Bamberg, macht die nächsten zwei Punkte. 5 Punkte Vorsprung für Bamberg. Diese kleinen Unkonzentriertheiten, diese ständigen Turnover, die man auch eigentlich mit sicheren Pässen und mit ein bisschen mehr Konzentration verhindern könnte, die brechen den Panthers in letzter Zeit ziemlich oft das Genick. Schreckmeier macht das gut, legt sich Miller zurecht und dann will der Ball nicht rein. Rebound ist bei Bamberg, bei Mabry. Legt ab auf Vogel, die macht's, 7 Punkte Vorsprung. Die Panthers müssen aufpassen, dass Bamberg jetzt nicht gerade ins Laufen kommt. Jetzt der Konter über Rodriguez. Wäre wichtig gewesen, vergibt allerdings die US-Amerikanerin. Und Ballbesitz für Bamberg. Kaiser reagiert auf den 7-Punkte-Lauf der Bambergerin. Nimmt die nächste Auszeit. 2:08 gespielt im zweiten Viertel. Die Panthers liegen dank einer guten Fastbreak-Chance von Jessica Miller und einem offenen Dreier mit 7 Punkten hinten. Sie müssen sich in der Offensive strecken und mehr tun. Sonst wird das hier richtig, richtig schwer. Das wird sowieso gegen eine Bamberger Mannschaft, die weiß, das ist vielleicht die letzte Chance oder eine der ganz, ganz großen, um gegen den Klassenerhalt oder gegen den Abstieg noch etwas tun zu können. Aktuell sieht es nicht schlecht aus. 7 Punkte Vorsprung für Bamberg. Aber im zweiten Viertel, da ist noch einiges möglich. Auch zur Halbzeit eine Führung. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Man merkt den Panthers leicht das Fehlen ihrer Kapitänin Jessica Hürtmann an. Gute Defensivaktion von Abel. Fastbreak-Chance. Zieht das Foul gegen Mabry. Kriegt 2 Freiwürfe die US-Amerikanerin Abel. Man merkt trotzdem, dass in der Defensive und auch in der Offensive die wichtige Option Hürtmann, die Topscorerin und beste Rebounderin des Teams, dann doch fehlt. Die Osnabrückerin, die für die Panthers so eine wichtige Stütze ist. 14,5 Punkte pro Partie legt Hürtmann für die Panthers auf. Ein wichtiger Faktor auch unter den Körben, wo die Panthers nicht ganz so viele Alternativen haben. Abel verlegt beide. Und Benzio war anscheinend noch am Ball, sagen die Schiedsrichter. Die Panthers bekommen die nächste Chance, hier ranzukommen. Einwurf für Osnabrück. Abel, 2 Freiwürfe am Stück vergeben. Vielleicht macht sie es jetzt besser. Schreckmeier am Ball. Abel, der Wurf aus der Distanz, das ist nicht ihrer. Sie zieht lieber zum Korb und hat durch ihre Geschwindigkeitsvorteile dann den Korb lieber direkt vor der Nase und will dann so drauf werfen. Außerhalb Distanz, Abel vergibt. Sokol Potratz mit dem
Rebound. Und Hartmann mit dem Foul gegen die Centerin von Osnabrück. Sokol Potratz mit den nächsten beiden Freiwürfen. Erstes Foul von Hartmann, drittes Teamfoul im zweiten Viertel auf Seiten der Bambergerin. Sokol Potratz mit zwei Freiwürfen. Der erste sitzt. Zweite nicht. Rebound. War bei Worms, die kann den Ball nicht kontrollieren. Geht in Seiten aus. Ballbesitz Bamberg. 6 Punkte Führung für Bamberg, 28-22. Mabry am Ball. Mabry außerhalb Distanz. Vergibt aber Rebound bei Benzio. Vogel, Hartmann. Benzio. Hartmann. Das wirkt teilweise ein bisschen uninspiriert, was Bamberg da macht. Eben war das richtig schön, was die Bambergerinnen hier veranstaltet haben. Ließen den Ball über 4, 5, 6 Stationen laufen. Eine offene Wurfchance wurde aufgegeben für eine noch bessere Wurfchance. Das war Teambasketball. Das möchte auch Ulf Schabacker bestimmt öfter sehen. Dieses Ego-Talken, dieses 1 gegen 1, das bringt nur sehr, sehr selten was. Vor allem die Würfe aus der Halbdistanz, die ja sowieso die ineffektivsten Würfe im Basketball sind. Die versucht man grundsätzlich zu vermeiden. Vielleicht zeigt Abel jetzt warum mit dem einfachen Korbleger, der allerdings auch daneben geht. Zeigt sie, dass auch andere einfache Würfe daneben geben können. Vogel mit den nächsten beiden Punkten übers Fastbreak. 22-30, 8 Punkte Führung für Bamberg. Worms gegen Benzio. Vertändelt den Ball, Ballbesitz für die Bambergerin. Mabry. Abel passt aber auf. Jetzt mal diesen Schwung aus der Defensive mitnehmen und so einen eigenen Lauf einleiten. Aber das dauert alles zu langsam. Da ist zu wenig Bewegung im Spiel der Panthers. Abel sagt jetzt das System durch. Jetzt sind nur noch 10 Sekunden zu spielen. Benzio passt auf. Nimmt noch eine Sekunde von der Uhr runter. Dann sind es nur noch 8 Sekunden Zeit für diesen Angriff. Es gibt einen Spielerwechsel auf Seiten der Panthers. Schwegmeier geht raus. Nein. Worms wird ausgewechselt. Schulte-Tribüne neu im Spiel der Panthers. Auf Seiten der Bambergerinnen ist das Tonia Lohneis. Und Abel muss was machen. Nur noch 3 Sekunden Zeit. Rodriguez mit dem Dreier. Zeit abgelaufen. Ballbesitz Bamberg. Die Panthers machen, anders als im ersten Viertel, zu wenig aus ihren Chancen. In 4,5 Minuten haben die Panthers erst 2 Punkte erzielt. Das ist viel zu wenig. Dieses Problem, was ich schon eben angesprochen habe. Die Offensive, die stockt zu sehr, zu oft. Die Panthers kommen einfach nicht ins Laufen. Lohneis vergibt Rebound bei Rodriguez. Abel gegen Mabry. Rodriguez zieht zum Korb, macht's alleine. Rodriguez wird beim Wurfversuch gefoult, das heißt 2 Freiwürfe für die US-Amerikanerin. Vielleicht ist genau das der Weg für die Panthers, jetzt im zweiten Viertel wieder an Bamberg heranzukommen. Durch viele, viele Fouls, durch viele Möglichkeiten unter dem Korb entweder zu punkten oder aber wenigstens zu Freiwürfen zu kommen. Rodriguez macht den ersten. Der zweite sitzt, auch 6 Punkte Vorsprung für Bamberg. Mabry, Hartmann, Vacharova. Vacharova mit einem ganz wackeligen Wurf außer Bewegung raus. Da war überhaupt keine stabile Position in der Luft zu erkennen. Vacharova knallt das Ding einfach raus. Also dieser Teambasketball, den Bamberg noch vor einigen Minuten gezeigt hat, der ist gerade so ein bisschen weg. Bamberg kommt vor allem über Fastbreak-Chancen zur Zeit zu punkten. Abel braucht jetzt allerdings auch zu lange, um den Angriff einzuleiten. Schulte-Tribüne muss ich ihn nehmen. Setzt ihn daneben.
einer der ganz wenigen Offensiv-Rebounds von Osnabrück durch Schwergmeier. Nächste Angriffschance für Osnabrück. Schwergmeier zieht zum Korb gegen Benzio, wird aber gut verteidigt. Fastbreak-Chance jetzt über Mabry. Bacharova braucht zu lange, nimmt sich den nächsten Wurf außerhalb Distanz. Der sitzt. Wieder 8 Punkte Vorsprung. Abel Rodriguez, über die beide läuft fast jeder Angriff. Die ersten beiden Anspielstationen sind die US-Amerikanerinnen im System von Christian Kaiser. Entweder Abel zieht zum Korb oder es wird versucht, irgendwie eine offene Wurfposition der Panthers zu kreieren, was aber immer noch zu selten funktioniert. Bamberg führt weiterhin und zwar mit 8 Punkten, 3 Minuten 33 vor Ende des zweiten Viertels. Nächster Fehlwurf der Panthers. 8 Punkte Vorsprung. Bamberg kann hier die erste zweistellige Führung rausspielen. Bacharova am Ball. Mabry. Block. Kommt von Mara Münder. Glück für die Panthers, dass der da nicht sitzt. Abel am Ball gegen Mabry. Das Duell der Point Guards. Schwergmeier, Rodriguez, Schwergmeier. Wenn wer am Angriff beteiligt ist, dann sind es die US-Amerikanerinnen im Angriffssystem von Christian Kaiser. Schwergmeier vergibt Airball-Chance, Airball-Wurf von Allison Schwergmeier. Also vieles, was hier in der Offensive geboten wird, ist nicht erstligareif. Nur 4 Punkte in mehr als 7 Minuten. Das ist ein Offenbarungseid. Das ist viel zu wenig. Bamberg spielt auch nicht überragend, aber die machen ab und zu mal ein paar Punkte. Und sei es durch Einzelaktionen, aber bei den Panthers läuft aktuell wirklich gar nichts zusammen. 2:35 noch zu spielen, Miller am Ball, 8 Punkte Vorsprung Bamberg. Miller zieht zum Korb, passt wunderbar raus auf Münder. Die hat einen ganz offenen Wurf, das ist klasse gespielt. Zwei Spielerinnen auf sich rausziehen, dann ist mindestens eine frei. Und dann gibt es die nächste offene Wurfchance. Schwergmeier, Abel. Schulte-Bühne vergibt die nächste Chance. Bamberg kämpft besser um den Ball, kann den Ball allerdings nicht kontrollieren. Ballbesitz für Bamberg. Sokol Potratz kriegt eine Auszeit, Wellers neu oder wieder im Spiel der Osnabrückerin. Auch die Bamberger wechseln, Beck kommt wieder ins Spiel für Benzio. Abel Rodriguez. Die Zone machen die Bambergerinnen sehr, sehr ordentlich dicht. Lassen die Osnabrückerinnen dann lieber von außen werfen.
Jetzt zeigt Schreckmeier, dass sie aber auch von außen gefährlich sein kann. 3-Punkt-Wurf von der US-Amerikanerin, 7 Punkte Vorsprung für Bamberg, aber die können die Führung wieder ausbauen. Miller zieht wieder zum Korb, vergibt diesmal allerdings die Chance. Jetzt mal ins Laufen kommen, 3 gegen 2. Abel nimmt sich den Wurf selber, vergibt allerdings die Chance. Dann lieber nochmal rausspielen. Wenigstens den Korb attackieren und Fouls provozieren und Freiwürfe ziehen. Münder nimmt sich den Dreier auf Bamberger Seite, vergibt. Wird gerade ein bisschen wild. Miller kommt da noch an Abel dran, unterbindet die Fastbreak-Chance, dass da überhaupt kein Lauf entstehen kann. Ulf Schabacker reagiert. Für Miller ist es das erste Foul, 5. Teamfoul im 2. Viertel für Bamberg. Nimmt sein Team nochmal raus, gibt dem Team nochmal ein paar Verschnaufpausen. Vor allem sind es 6 Spielerinnen im Team der Bambergerinnen, die immer wieder zum Einsatz kommen und den Großteil der Last auf ihren Schultern tragen müssen zurzeit. Das ist natürlich die Topscorerin, das ist Talia Mabry, das ist Miller, das sind Benzio, Hartmann und Vogel. Das sind die Spielerinnen neben Bacharova, die vor allem und am längsten spielen. Danach gibt es noch eine zweite 6er-Rotation, die so zwischen 5 und 13 Minuten spielen. Das sind Münder, Solemann, Zeiss, die allerdings auch nicht dabei ist, Beck, Brooks und Lohneis. Die alle sind dann immer zur Stelle, wenn es darum geht, den anderen Spielerinnen eine kleine, kurze Verschnaufpause zu gönnen. Sie sind nicht die offensivstarken Spielerinnen, aber die zeigen Einsatz und die bringen genau das mit, was du dann in dieser wichtigen Phase brauchst. Einsatz, ein paar Punkte, um einfach wieder da ranzukommen am Team. Zurzeit klappt das auch wesentlich besser bei den Bambergerinnen, die mit 7 Punkten hier in Osnabrück führen. Nur noch 77 Sekunden im 2. Viertel. Osnabrück bekommt gleich Freiwürfe und kann auch ein bisschen herankommen. Abel macht schon mal den ersten. Der Spannung wird es ganz gut tun, wenn die Osnabrückerinnen noch ein bisschen näher rankommen würden. 5 Punkte Vorsprung für Bamberg. Abel kriegt ihre erste Pause im Spiel. Melina Knopp neu im Spiel der Osnabrückerin. Miller, Osnabrück jetzt mit einer Ganzfeldpresse, mit viel mehr Druck auf die ballführende Spielerin und auf den gesamten Ball übers ganze Feld. Jetzt ist hier auch ein bisschen mehr Einsatz zu spüren. Die Spielerinnen sind näher am Ball. Knopf verteidigt Miller viel enger. 5 Sekunden noch Zeit für diesen Angriff. Bamberg nimmt sich den Wurf. Und dann macht Münder ganz abgezockt, macht die nächsten beiden Punkte. Und erhöht wieder auf eine 7-Punkte-Führung. Knopf am Ball. Noch insgesamt 42 Sekunden Zeit im 2. Viertel. Schreckmeier macht's nicht alleine. Spielt raus auf Rodriguez. Der Konter lässt auf sich warten. Osnabrück kommt nicht in Ballbesitz. Melina Knopp war noch am Ball, aber auch im Seitenaus. Das heißt Ballbesitz für Bambergerinnen, die Uhr nicht komplett runterlaufen lassen können. Ein bisschen Zeit wird Osnabrück noch bleiben, um wenigstens noch einen Angriff hier zu bekommen. Jetzt keine Punkte mehr kassieren und einen Wurf noch verwandeln. Dann hat man 5, vielleicht 4 Punkte Führung von Bamberg zur Halbzeit. Das kann man aufholen. Münder muss sich diesen Wurf nehmen. Gut verteidigt, das waren die 24 Sekunden, sind abgelaufen. Osnabrück verteidigt hier stark, noch 8,6 Sekunden Zeit. Osnabrück kommt nochmal im Ballbesitz, kommt nochmal im Angriff ran. Schreckmeier, 6 Sekunden noch Zeit. Irgendwas muss jetzt passieren, 3 Sekunden Zeit. Schreckmeier nimmt sich einen ganz weiten Wurf. Und dann ist es ein Airball. Weniger als 1 Sekunde noch zu spielen. Das wird wahrscheinlich nur noch ein ganz weiter Pass, der aber nicht mehr reinkommen wird. Bamberg wird hier mit einer Führung in die Halbzeitpause reingehen. Miller ganz weit raus. Der zählt sowieso nicht mehr. Bamberg führt mit 7 Punkten. Zur Halbzeit in Osnabrück. Noch ist hier nichts entschieden, noch ist hier nicht klar, wer einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einfahren wird. Zurzeit sieht es aber gar nicht mal so schlecht aus für die Bambergerinnen, die im Angriff variabler sind.
geschlossen auftreten und immer mal wieder auch in hektischen Situationen zu wenigstens ein, zwei Pünktchen kommen können. Ganz anders als die Osnabrückerinnen, die innerhalb von 6 Minuten nur 2 Punkte erzielt haben, also wieder in der Offensive ins Stocken geraten sind und Probleme im Angriff haben. In der Defensive, das sieht nicht schlecht aus, 36 Punkte innerhalb von einer Halbzeit kassieren. Das ist defensiv sehr, sehr ordentlich, aber offensiv, da hakt's. Wollen wir es mal hoffen, auch für die Spannung, dass Osnabrück noch mal ein bisschen rankommt und uns hier eine spannende zweite Halbzeit liefert zwischen den Geolife Panthers und den DJK Brose Bambergs. Es ist das Spiel zwischen dem Tabellenletzten aus Bamberg und dem Tabellenvorletzten. Hier in Osnabrück in einer knappen Viertelstunde geht's weiter. Wir melden uns dann gleich wieder. Machen wir mal eine Freiburg-Spiel hier.
Minuten lang wieder raufwerfen und wir zählen mal die Treffer. Auf die Plätze, fertig, alle los. Ja, und nichts. Da muss man, wenn es nur 2 Minuten geht, halt wir schießen, 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 weil das Zeug hält. Wir zählen die Treffer. Oh, langsam, langsam. Komm, weiter, weiter, weiter. Thank you.
Schritt, die erwartet war. Herzlichen Dank euch beiden. Ja. Zeit haben wir alle Male. Das, was hier von Thomas Steines Frau angedeutet war, dass man ja so einen Preisausschreiben machen kann. Da gibt es jetzt so eine Losbox hier. Da wir ja müssen mal hier vorne machen. Und da werden jetzt dann diejenigen gezogen, die beim nächsten Mal auf diesen ach so wundervollen Feinden stehen. Ja, das ist ja interessant. Naja, man ist ja aufgestellt, also nein, gibt es bei diesem Preisausschreiben kein Gewinner für die Kids Mallorca, sondern es gibt ein Mannschaftsbild hier von dem A, von der Tribunal Senders. Wir haben drei Preise haben wir. Der kleinste Preis ist welcher? Also, man kann einen Kindergeburtstag mit den Kids gewinnen. Also, welche Familie hier im OEC genug? Wenn der Kindergeburtstag veranstaltet wird und dem Kind auch so ein bisschen Platz, ein bisschen Pommes, ein bisschen Seele sein, der kann dann hier sein Geburtstag feiern. Und das gewinnt. Julia Elbel. Julia Elbel, du kommst bei ihr hin, du kannst deinen Geburtstag ja feiern. Ob man da 4 ist oder 40 oder 104, ist egal, ja? Okay, der zweite Preis wäre ein kleines Bild. Von den Tiroler-Senders, das gewinnt. Boah, Thomas, Hermann, Wellers. Auf jeden Fall, ich glaube, Hermann Wellers könnte dabei sein. Der gewinnt das kleine Bild. Und dann haben wir noch einen Preis, nämlich das große Bild. Das gewinnt. Wer? Max Dritt. Max Dritt. Der gewinnt das größere. My Bread. Ah, My Bread kriegt das große Bild, ja. Nicht Max, sondern My Bread, ja. Boah, Hammer. Ich weiß noch die Story. Okay, so, wer bist du? Die Julia Hermann. Nein, Lukas. Ja? Achso, Julia Elfes. Ja, und dann beginnt sie die Kindergeburtstag, ihr Vogel. Du meldest dich denn hier beim OLC und dann fragen, dass wenn sie hier das ist ein. Ah, das ist ein Lichtkopf oder Bedingung bekannt worden. Ja, kriegst du mal ein Bild von einem Verdorben hier. Alles klar. So, herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's hier mit Rassenball. Oh. Ganz ehrlich losgehen. Zweite Halbzeit, Geolife Panthers gegen die DJK Brose Bamberg, 36-29. Bamberg führt hier mit 7 Punkten und die Osnabrücker Fans, die sind, seit sie in der Halbzeit so ein bisschen mal reingeschaut haben und zugehört haben, sagen wir mal, leicht konsterniert.
Vielleicht liegt es an der Leistung der Mannschaft, vielleicht liegt es auch daran, dass heute aufgrund der Schneeverhältnisse hier in und um Osnabrück nur 200-300 Zuschauer hier in die OSC-Halle in Osnabrück gefunden haben. Vielleicht liegt es auch an Umständen, die ich nicht kenne. Vielleicht gibt es auch heute noch ein Gewitter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gleich diese Stimmung einer Totengräber-Stimmung. Es ist alles nicht so wirklich emotionsgeladen. Es ist alles so ein bisschen ruhig, es ist alles so ein bisschen, ja, wir gucken uns das Spiel an. Aber wer gewinnt, ist uns eigentlich egal. Von den Fans kommt hier einfach zu wenig. Es kommt wenig Unterstützung von den Tribünen. Bamberg führt hier mittlerweile mit 9. Und das, was Sie hören, diese Trommelschläge, das ist ein Bamberger Fan. Ja, das habe ich auch gedacht. Schlagmeier am Ball, vertändelt fast den Ball. Worms außer Halbdistanz macht die ersten beiden Punkte für die Panthers. 31-38, 9 Minuten 27 zu spielen im dritten Viertel. Für beide Mannschaften geht es hier um fast schon alles. Dieser Sieg, da sind sich viele einig, ist einer der ganz, ganz wichtigen Bausteine zum Klassenerhalt, zum Ziel. Irgendwie den Abstieg noch verhindern. Beide Mannschaften mit mehr oder weniger schlimmen Verletzungssorgen zu kämpfen. Bei Bamberg, da fehlen Svenja Zeiss, da fehlt Annika Lohneis, da fehlt Sina Dorbert. Und auf Osnabrücker Seite, das ist ein ganz, ganz herber Verlust. Da fehlt der Kapitän, da fehlt eine, vielleicht sogar die wichtigste Spielerin im Team der Geolife Panthers, Jessica Hüttmann. Topscorerin, Kapitän, Top-Rebounderin, eine der besten Verteidigerinnen unter dem Korb. Also da fehlt ziemlich viel Präsenz von den Osnabrückerinnen. Wellers wird gut verteidigt von Bacharova. Mabry im Gegenzug mit der Fastbreak-Chance, die sie vergibt. Und dann wird durch einen Foul gestoppt. 40-33, 7 Punkte Vorsprung Bamberg. Hartmann mittlerweile mit ihrem dritten persönlichen Foul. Panthers in weißem Ballbesitz, Vanessa Abel am Ball. Schreckmeier, Worms. Worms hat es eben gut gemacht, Worms macht es jetzt mit viel Muscle auch ganz gut. Ist egal aus Osnabrück, ist drin. 5 Punkte Rückstand nur noch. 8 Minuten noch zu spielen. Dieses Spiel wird in den letzten Sekunden erst entschieden. Der Einsatz stimmt jetzt mittlerweile in der Defensive. Mabry gegen 3 lässt da viele Spielerinnen auf sich ziehen. Hartmann kriegt deswegen einen ganz freien Dreier. 8 Punkte wieder Vorsprung für Bamberg. Rodriguez. Abel gibt das System durch. Jetzt wird langsam sich bewegt. Rodriguez kriegt keine richtige Anspielstation, außer Worms bewegt sich hier keiner im Angriff der Osnabrückerin. Das ist viel zu schlecht gespielt, dieses Angriffssystem, viel zu wenig Bewegung. Und dann kommt Bamberg durch den nächsten Rebound wieder in Ballbesitz. Und dabei wirkt das Rebound-Verhältnis eigentlich ziemlich überlegen auf Seiten der Bambergerin. Zur Halbzeit war es aber einigermaßen ausgeglichen. 23-22 bei der Rebound-Anzahl. Das liegt vor allem an Allison Schreckmeier, die zur Halbzeit sich schon 9 Boards geholt hat. Also ohne die US-Amerikanerin würde das hier noch düsterer für Osnabrück aussehen. Osnabrück liegt mittlerweile mit 11 Punkten hinten durch den Dreier von Mabry. Es muss sich einiges tun. Nächster Ballverlust auf Seiten der Osnabrückerin. Bamberg kommt ein bisschen ins Laufen. Bamberg führt mit 11. Kann sich zum ersten Mal zweistellig absetzen. Fastbreak über Worms und die vergibt den offenen Wurf, den offenen Korbleger. Den musst du machen, um das Spiel eng zu gestalten. Also wenn nicht den, wen denn sonst? Worms vergibt, auf der Gegenseite gibt es das Foul von Rodriguez mit ihrem dritten persönlichen Foul an Benzio. Die wurde beim Wurfversuch, es gibt die nächsten beiden Freiwürfe für Bamberg. Das Momentum ist irgendwo, aber es ist nicht bei den Osnabrückerinnen. Die Bambergerinnen ziehen weiter davon, bauen hier ihre Führung auf 12 aus. Benzio kann 13 machen. Benzio macht keinen 13. Punkt raus. Rebound bei Worms.
Worms wird gut gedoppelt in der Zone. Kein freier Wurf für die Centerin. Aus der Halbdistanz oder von außen, da wollen sie die Panthers spielen und vor allem werfen lassen. Die Bambergerinnen machen das gut, lassen Osnabrück gar nicht erst in die Zone da, wo es leicht ist, Punkte zu erzielen. Die 24 Sekunden Uhr war schon abgelaufen, sagen die Schiedsrichter. Das wurde allerdings vom Kampfgericht nicht bemerkt. Deswegen gibt es Einwurf Bamberg. Jetzt werden noch 3 Sekunden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was die Schiedsrichter angesagt haben, nachgespielt. So, 3 Sekunden sind auf der Uhr zu sehen. Einwurf Panthers. Diese 3 Sekunden haben die Panthers jetzt doch noch Zeit. Abel nimmt sich einen der eher schlechteren Würfe. Und das heißt schon in dieser Partie etwas. Bamberg kommt wieder in Ballbesitz. Bamberg führt mit 12 und kann den Vorsprung weiter ausbauen. Maybuir. Stürmer-Foul von Benzio gegen Worms. Benzio kriegt die nächste Pause. Hat auch mittlerweile ihr 3. persönliches Foul angesammelt. Beck neu im Spiel oder wieder im Spiel. Der Bambergerin Abel am Ball. Schwagmeier. Sokol Portratz kommt zum Blocken. Rodriguez bekommt keinen Block, wird gut verteidigt von Bachwarobba. Nächster Turnover von Osnabrück, Maybury. Münder ganz offen, Bachwarobba nimmt sich den Wurf, vergibt und Rodriguez mit dem Board. Sokol Potschratz fightet unter dem Korb, aber gegen Beck und Maybury, da ist sie auch ein bisschen unterlegen. Das wird alles mittlerweile zu einseitig. Es wirkt hier auch nicht so, als ob die Panthers irgendwie noch Lust hätten. Der Einsatz, der fehlt irgendwie. Abel zieht das Foul gegen Münder, kriegt gleich 2 Freiwürfe. Münders erstes persönliches Foul, 3. Teamfoul im 3. Viertel. Und Abel vergibt beide. Worms zwar mit dem Rebound, vergibt aber auch den. Und dann gibt es Ballbesitz für Bamberg. Steal, Schwagmeier. Vielleicht kommen die Panthers jetzt mal ins Rollen. Der Korbversuch zählt nicht. Schwagmeier, Binde 2. Abel Rodriguez, Sokol Portratz, kämpft unterm Kopf, zieht das Foul gegen Beck. Erstes persönliches Foul von Beck. Und der nächste Freiwurf, der daneben geht. Die Panthers lassen viele, viele Punkte von der Linie liegen.
Einer geht rein. Einer der letzten vier Freiwürfe findet das Ziel bei den Panthers. Bamberg führt mit 13 Punkten, knapp 4 Minuten vor Ende des dritten Viertels. Und Beck macht's ganz emotionslos, haut die nächsten beiden Punkte raus, 51-36. Rodriguez kriegt den Block über Worms. Das Problem, immer wenn die Panthers den Block stellen, sinken da ein, zwei Bambergerinnen in der Zone ab. Und dann, wo die Panthers hinwollen, ist da einfach zu wenig Platz. Die Panthers kommen nicht durch. Und anstatt da nochmal irgendwie rauszuspielen, irgendwie nochmal sich einen offenen Dreierversuch zu erzwingen oder irgendwie noch etwas zu versuchen, versuchen die Panthers es dann im 1 gegen 3 bis 4, vergeben die nächste Chance. Bamberg macht das ein bisschen klüger. Bamberg nutzt die Chancen effektiver, führt hier mittlerweile mit 18 Punkten, 3 Minuten 22 vor Ende des dritten Viertels. Vielleicht schon die Vorentscheidung. Ist noch viel Zeit. Allein im dritten Viertel. Aber 18 Punkte ist schon Brett, wenn man beachtet, wie viele Punkte die Panthers bisher erst erzielt haben und wie schwach sich diese Offensive im Spiel der Panthers bisher präsentiert hat. Auch in diesem Spiel bisher in knapp 7 Minuten erst 7 Punkte erreicht. Das ist einfach zu wenig. Hat diese Auszeit vielleicht doch noch die Stimmung bei den Panthers verändern können? Vielleicht hat Christian Kaiser die richtigen Worte jetzt gefunden. Die Panthers liegen 18 Punkte hinten. Noch 8 Sekunden Zeit für diesen Angriff. Vielleicht kommen jetzt mal wieder ein paar Pünktchen aufs Scoreboard. Vielleicht schaffen die Panthers ja doch noch diese Wende. 3 Minuten sind noch zu spielen im dritten Viertel. Christian Kaiser gibt das nächste Angriffssystem durch, die Panthers dann gleich im nächsten Angriff durchspielen sollten. Es gibt Freiwürfe für Vanessa Abel, die ersten beiden, die sie eben gerade bekommen hat, im dritten Viertel vergeben hat. Der ist drin. Zweite sitzt auf. Panthers aggressiver in der Deckung, werden belohnt. Ballbesitz für Osnabrück. Sokol Potratz, Abel. Bamberg komplett in der Zone. Ein Pass nach draußen und ein offener Dreier wäre womöglich drin gewesen. Miller, Bachwarowa. Beck, Bachwarowa. Dann ist ganz hinten und ganz außen Lohnei frei, nimmt den Wurf nicht. Bachwarowa vergibt, Offensiv-Rebound von Schweckmeier. Und Lohnei kriegt das nächste Foul hier mittlerweile. Zweites persönliches Foul, fünftes Team-Foul. Die Panthers bekommen bei jedem Bamberger Foul Freiwürfe. Die müssen sie jetzt aber auch wirklich konsequent durchziehen, wenn man hier nochmal von einem Comeback sprechen möchte. Schreckmeier macht den ersten. Schreckmeier macht den zweiten. Und Kaiser, das haben Sie gerade nicht gesehen, ist nicht im Bild zu sehen, sagt schon, ganz Feldpresse. Jetzt wirklich sofort Bamberg attackieren, sofort Druck auf den Ball, auf den gesamten gegnerischen Aufbau machen, damit man hier entweder Ballverluste erzwingt oder wenigstens den Gegner so weit unter Druck setzt, dass er nur noch wenige Sekunden in der eigenen Hälfte für einen halbwegs ordentlichen Wurf bekommt.
Also der Druck soll jetzt erhöht werden. Mabry gibt das nächste System durch. Miller und Mabry. Und Rodriguez ist dran an Mabry. Die kriegt keinen Zentimeter Luft mehr. Jetzt so weiter in der Defensive. Noch 3 Sekunden Zeit. Miller muss sich diesen Wurf nehmen, vergibt. Das war defensiv in Ordnung. So jetzt allerdings auch die Intensität weiter pflegen. Bamberg zeigt aber auch, dass sie die ganze Weltpresse können. Abel. Schwergmeier. Raus auf Rodriguez, die nimmt den Dreier. Die macht den Dreier. Noch 11 Punkte Rückstand. 1,40 noch zu spielen. Vor dem letzten Viertel vielleicht einen einstelligen Rückstand zu erreichen. Dann hat man diese psychologische Grenze erreicht. Vielleicht schaffen es die Panthers ja nochmal noch ein bisschen näher ranzukommen. Vor dem nächsten Viertel. Nächste gute Defensivaktion von Worms. Schwergmeier jetzt im 2 gegen 2. Steckt durch auf Worms. Macht ihn. Auszeit Bamberg. Die Panthers kommen nochmal zurück. 1,18 noch zu spielen. 7 Punkte Lauf der Osnabrückerin. Erleben wir hier noch sowas wie ein Comeback? Möglich ist das. 11 Punkte ist nicht viel. Aber Bamberg zeigt sich außer in wenigen kleinen Phasen, in denen die Panthers einen Lauf starten können, dann doch zu sicher und zu abgezockt. 11 Punkte führen die Bambergerinnen noch. 1,18 noch zu spielen im dritten Viertel. Das vierte Viertel haben die Panthers also noch Zeit, um hier ranzukommen und diesen ganz, ganz wichtigen Sieg doch noch zu erzwingen. Sekunden noch im dritten Viertel. Osnabrück führt liegt hinten. Klar. Mit 9 Punkten. Die Anzeigentafel zeigte das ebenfalls an. Nächster Anschlusstreffer. Über Worms war das 45-54. Und Rodriguez mit der nächsten Defensivaktion. Schwergmeier kann den Ball nicht richtig kontrollieren, kriegt keine Chance. Und dann war da eine Osnabrücker Spielerin noch dran. Noch dran, das heißt Ballbesitz Bamberg. Und Kaiser wird hier ermahnt, in der Coachingzone zu bleiben. Und zwar richtig verwarnt. Der ist fast mitten im Spielfeld. Die Ganzfeldpresse der Panthers lohnt. Schwergmeier tankt sich durch, vergibt die nächste Chance. Kaiser sagt, ist egal, weiter Ganzfeldpresse, weiter mehr Druck. Alles oder gar nichts. Ganz oder gar nicht. 12 Sekunden noch für diesen Angriff der Bambergerin. Hartmann, eiskalt. Dreier, 12 Punkte wieder Vorsprung für Bamberg. Knopf am Ball. Rodriguez, kein Foul, sagen die Schiedsrichter. Schwergmeier mit dem Konter. Geht daneben. Rebound von Mabry. Die kann jetzt nochmal durch den Fastbreak zu Punkten kommen. Bamberg kann die Uhr runterlaufen lassen. Mabry sieht das jetzt auch, geht noch ein System durch, lässt ein paar Sekunden von der Uhr runternehmen. Mabry kriegt jetzt wahrscheinlich den letzten Angriff. 5 Sekunden noch Zeit für diesen Angriff. Und Sogmann macht den ganz abgezockten Dreier. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zählt der Dreier von Sogmann. Das vierte Viertel wird dann gleich angepfiffen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Christian Kaiser mit einer Zehntelsekunde noch eine Auszeit genommen hat. Die Uhr wird wahrscheinlich jetzt gleich runterlaufen. 3 Punkte dazu addiert. Und dann führt Bamberg hier mit 15 Punkten.
die Schiedsrichter und halten sich gerade noch mit dem Kampfgericht. Gibt das jetzt ein Zweier oder ein Dreier? Jetzt werden dann doch 3 anstatt nur 2 Punkte dazu gezählt. Also Osnabrück liegt mit 15 Punkten hinten. Wenn sie nochmal so einen Lauf starten wie eben, dann kommen sie nochmal richtig nah dran. So, Osnabrück bekommt den ersten Angriff. Jetzt muss Kaiser selber noch am Kampfgericht anscheinend die letzten Details einstellen. Jetzt haben wir auch den Grund dieser Verzögerung erfahren. Bamberg war im letzten Angriff angeblich mit 4 ausländischen Profis oder Spielerinnen auf dem Feld. Erlaubt sind maximal 3. Und jetzt muss geprüft werden, das habe ich auch noch nicht erlebt, wie denn jetzt diese Bestrafung für dieses Spiel aussieht. Die Situation würde ich mir jetzt als Spielerin auch nicht wünschen. Mit 15 Punkten hinten, gerade noch einen Lauf gestartet, dann einen eigenen nochmal kassiert. Und jetzt muss man darauf warten, dass man weiß, ob und wann und wenn ja, welche Strafe es denn geben könnte, weil eine ausländische Spielerin zu viel auf dem Feld war. Gibt angenehmere Situationen. Beide Teams, die beraten sich noch gerade für die letzten 10 Minuten, ob man hier noch irgendwie was ändern muss. Die Ganzweltpresse, die in den letzten Minuten hier so gut funktioniert hat, die werden die Panthers, wenn es nach mir geht, höchstwahrscheinlich weiterhin durchziehen. Bamberg wurde zu vielen Ballverlusten gezwungen. Es gab dann einige Unkonzentriertheiten im Angriff, die wiederum für Ballverluste sorgten und dann wiederum für Punkte auf Bamberger Sicht. Das müssen die Panthers abstellen. Und vielleicht erleben wir ja hier dann noch schon ein ziemlich großes Comeback der GeoLife Panthers, die hier mit 15 Punkten hinten liegen gegen die Brose Bamberg. 10 Minuten sind noch zu spielen und die Schiedsrichter
und das Kampfgericht sind sich anscheinend immer noch nicht einig oder wissen nicht ganz genau, wie jetzt diese Strafe aussieht. Nur noch mal zum Verständnis, 3 Profispielerinnen mit ausländischem Pass dürfen pro Team auf dem Spielfeld stehen. Sobald eine 4. hinzukommt, ist das eine Regelüberschreitung und da stehen dann Strafen an. Bloß wie das jetzt ausgelegt wird, das können anscheinend die Schiedsrichter, das Kampfgericht nicht genau sagen. Jetzt. Ich glaube, jetzt werden sogar extra noch Pläne rausgeholt. Okay, wenn jetzt die Informationen stimmen, dann gebe ich das noch kurz weiter. Jetzt wird darüber diskutiert, ob durch die 1. Regelüberschreitung bei zu vielen ausländischen Profis sofort eine Strafe in Form von einem technischen Foul, also 2 Freiwürfe und dem Ballbesitz bestraft werden, oder aber ob das beim ersten Mal nur eine Verwarnung ist und das beim erneuten Regelüberschreiten zu einem technischen Foul dann auf jeden Fall kommen wird. Also es geht erstmal weiter. Da sind wir uns sicher, Basketball wird jetzt noch gespielt. 9 Minuten 50. Ein Viertel haben die Panthers noch Zeit, einen ungemein wichtigen Sieg zu erkämpfen. 15 Punkte liegen sie hinten, lassen die erste Chance liegen. Bamberg in Grün ist im Ballbesitz, führt mit 15 Punkten und macht eventuell einen riesigen Schritt Richtung möglicher Klassenerhalt. Nicht, dass die da nicht mehr auf dem Abstiegsplatz sind, aber die holen auf. Und das ist schon ungemein wichtig, auch weil sie dann die längste Negativserie der Liga, 7 Pleiten am Stück, beenden könnten. Osnabrück steht dem nicht ganz so weit hinterher. 6 Niederlagen am Stück ist auch schon ein ordentlicher Batzen. 3 Sekunden noch Zeit. Osnabrück muss was machen. Offener Dreier durch Rodriguez. Geht daneben. Rebound von Worms geht schief. Benzio holt sich den Ball. Mabry am Ball. Nächster Ball für Bamberg. Und die US-Amerikanerin zieht das Foul gegen Knopp. Erstes persönliches Foul, erstes Team-Foul. Der erste geht schon mal daneben. Glück aus Panthers Sicht. Der zweite sitzt, 16 Punkte Vorsprung für Bamberg. Knopp am Ball. Schwagmeier. Worms wird jetzt häufiger angespielt. Rechtfertigt das. Panthers weiterhin mit einer aggressiven Ganzfeldpresse. Wollen hier die Bambergerinnen zu mehr Ballverlusten leiten und verleiten. Klappt nicht. Bamberg bleibt im Ballbesitz. 8 Sekunden noch Zeit für diesen Angriff. Mabry mit dem Dreier. Der geht daneben. Dann wird um den Ball gekämpft. Hartmann kann ihn erobern. Und der nächste Angriff, der Bamberger, läuft. Knopf verteidigt stark. Nur noch 6 Sekunden Zeit. Irgendwas muss passieren. Zogmann nimmt den langen Zweier. Tendelzer 2-3 Mal drauf.
Im Nachgreifen holt Benzio den Rebound und die nächsten beiden Punkte. Wieder 16 Punkte vor. Knopp tankt sich jetzt einfach mal durch, zieht das Foul gegen Benzio. Ihr viertes Foul. So, Knopp an der Linie vergibt den ersten. Den zweiten macht Knopp. 15 Punkte hinten, 7 Minuten 31 noch zu spielen. Knopp kriegt eine Pause, Abel wieder im Spiel der Osnabrückerin. Ballverlust durch eine aggressive Deckung. Osnabrück im Angriff. Nur noch 7 Minuten 14 zu spielen. So langsam muss hier eine Aufholjagd vonstatten gehen. Rodriguez vergibt die Chance. Aber die Panthers kämpfen sich um den nächsten Ball, holen die nächsten beiden Punkte, 13 Punkte Rückstand. Kaiser gibt das Signal wieder zur Ganzweltpresse. Rückspielfehler. Ball war schon in der gegnerischen Hälfte, Hartmann dribbelt aber zurück in die eigene, das heißt Rückspielfehler von Bamberg, Ballbesitz für Osnabrück. Rodriguez, Schreckmeier. Vogel mit dem Foul, zweites Teamfoul, erstes persönliches Foul. Abel auf Schreckmeier, so langsam muss was passieren. Nur noch 5 Sekunden Zeit. Schreckmeier nimmt sich den Wurf, gibt allerdings ab. Rebound ist bei Mabry. Die kann es jetzt schnell machen. Macht's alleine. Trifft. Der nächste Fehlwurf von Osnabrück. 6 Minuten noch. 15 Punkte hinten. Die Panthers kommen nicht ran. Bamberg baut sogar die Führung aus. Let's go, Panthers, let's go!
Ja, unser Stativ hat sich gerade vom Dienst verabschiedet, deswegen können wir gerade keinen Zwischenstand einblenden. Fakt ist, Bamberg führt mit 17 Punkten, 67 zu 50, 5 Minuten 44 noch zu spielen im vierten Viertel. Die Panthers im Ballbesitz, Bamberg mit 17 vorne. Schweckmeier am Ball. Wenn ein Lauf eingeleitet werden soll, dann würde es jetzt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt geben. Wurms mit dem nächsten Fehlwurf und Schweckmeier kriegt das Foul, weil, das versteht sie selbst nicht ganz, kriegt das zweite persönliche Foul. Und Bamberg in Ballbesitz. Schweckmeier nimmt sich den nächsten Wurf, vergibt den nächsten Wurf. Wurms erkämpft sich den Rebound und Osnabrück hat die Chance, nochmal ranzukommen. Schweckmeier mit dem Dreier jetzt. Schweckmeier mit dem Dreier jetzt. Osnabrück mit der Ganzfeldpresse. Hartmann. Miller. 14 Punkte Vorsprung für Bamberg, 67-53, 4:40 noch zu spielen. Und außen ist Vogel ganz alleine, ganz draußen, aber macht's nicht. Abel mit der Fastbreak-Chance vergibt, kriegt aber das Foul, kriegt zwei Freiwürfe. Foul gegen Vogel. Jetzt macht sie die wichtigen Freiwürfe. Eben hat sie schon einige daneben liegen lassen. Schauen wir mal, ob sie das Nervenkostüm behält. Macht sie. 12 Punkte Vorsprung. 4:30 noch zu spielen. Bamberg 67, Osnabrück 55. Bachwaroba mit der Chance vergibt. Sprungballsituation, das heißt, Bamberg bleibt im Ballbesitz. Bamberg also mit Einwurf. Christian Kaiser bittet seine Damen nochmal Einsatz zu zeigen. Nehmen das Offensivfoul auf. Beck mit ihrem zweiten persönlichen Foul. Vielleicht einem ganz entscheidenden Offensivfoul. Osnabrück kommt deswegen nochmal in Ballbesitz. 12 Punkte Vorsprung, 4:19 noch zu spielen. Das ist viel Zeit im Basketball, das kann man aufholen. Abel sucht jetzt irgendeine freie Station. Rodriguez. Worms. Die wollen irgendwie die Zoneattacke in die Panthers, kommen aber nicht ran. Behalten den Ballbesitz, Sprungsituation, sagen die Schiedsrichter. Ballbesitz Bamberg, sagen die Schiedsrichter. Und 3:57 noch zu spielen, 12 Punkte Vorsprung für Bamberg. Warum jetzt diese Sprungballsituation nicht geändert wurde und die Panthers Ballbesitz bekommen, kann ich nicht erklären. Die Schiedsrichter sagen jedenfalls Einwurf für Bamberg. Bamberg im Ballbesitz. Bachwarowa im Angriff am Ball. Bachwarowa mit einem ganz wackeligen Jumper, trifft ihn aber. 14 Punkte Vorsprung. Christian Kaiser nimmt vielleicht die letzte Auszeit in diesem Spiel. 3:39 noch zu spielen. Bamberg führt mit 14 Punkten.
69-55, 3:39 noch zu spielen. Osnabrück in Weiß im Ballbesitz. Bamberg führt mit 14 Punkten. Abel rein auf Rodriguez, die vergibt die nächste Chance. Auch diese offenen Würfe, die fallen, wie schon im gesamten Spiel, so gut wie gar nicht. Miller, Beck, Mabry. Bamberg lässt die Uhr für sich jetzt erstmal runterlaufen. Und Mabry setzt sich gegen Worms und Wellers durch. Holt die nächsten beiden Punkte. 16 Punkte Vorsprung. So langsam aber sicher muss man sich mit der Tatsache abfinden, dass Osnabrück hier doch die 7. Niederlage in Folge einstecken muss und Bamberg die 7 Niederlagen-Serie beenden wird. Mabry kriegt kurz vor Ablauf der 24 Sekunden noch das Foul gegen Worms gepfiffen. Die Centerin geht damit also an die Linie für 2 Freiwürfe. Worms trifft einen von 2, Rebound ist bei Bamberg. Miller, Bachwarowa, ganz schnelle Chance, vergibt allerdings diese Chance. Schwergmeier am Ball. 15 Punkte Vorsprung für Bamberg, 71-56. Und Schwergmeier nimmt sich die nächsten 2 Würfe. Beim zweiten Hinterhersetzen funktioniert das. Zieht das Foul gegen Müller, Korb zählt und noch ein extra Freiwurf. Zwölf Punkte hinten, 2:12 noch zu spielen. Bamberg führt mit 71-59. Geht da noch was? Also wenn Bamberg jetzt jeweils den Angriff komplett runterlaufen lässt, dann ist es rein rechnerisch schon für Osnabrück fast nicht mehr möglich. Verzweiflungsdreier von Bachwarowa, weil die Uhr fast runterläuft. Und die macht ihn eiskalt. 15 Punkte Vorsprung, 1:40 noch zu spielen. Bamberg führt mit 15 Punkten. Das war es höchstwahrscheinlich. Osnabrück verstolpert den nächsten Ball. Bamberg wieder in Ballbesitz. Miller zieht nochmal zum Korb, gibt ab auf Beck. Und dann zieht Beck das Foul gegen Worms. Beck geht nochmal an die Linie. Vergrößert nochmal den Vorsprung. Oh, doch nicht, anscheinend. Für Osnabrück 15 Punkte Vorsprung hat Bamberg. 90 Sekunden sind noch zu spielen im vierten Viertel. Bamberg wird diese Partie aller Voraussicht nach gewinnen und einen extrem wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Osnabrück steckt die 7. Niederlage in Folge ein. Jetzt heißt es, auch gegen die vermeintlich Unschlagbaren irgendwie noch einen Sieg herausholen. Bamberg nimmt noch einmal eine Auszeit, 1:17 vor Ende der Spielzeit.
unser Blick auf die Tabelle wird höchstwahrscheinlich so sein, dass man das Spiel nicht mehr umreichen kann. Deswegen werden die Plätze wie vor einmal gespielt so beibehalten. Bamberg macht 14 Spiele, hat dann 3 Siege, 11 Niederlagen und die Tübinger Panthers haben 14 Spiele, 4 Spiele gewonnen, also ein Spiel mehr gewonnen von ihm aus. Bleibt man auf Platz Nummer 11 und Bamberg auf Platz Nummer 12. Richtig wäre es nicht gewesen, aber das wissen wir auch und das kommt bei jeder Pressekonferenz, da geht das Spiel wieder raus. In jedem Spieltag gibt es eine Überraschung, eigentlich kann jedes Team schlagen. Nächste Saison sind die Panthers, nächstes Wochenende. Soweit wollen wir noch nicht planen. Nächstes Wochenende sind die Panthers in Freiburg zu Gast. Auch einer der großen Abstiegskonkurrenten, stehen auch weit unten in der Tabelle. Also das wird noch eine spannende, eine wichtige Partie. Für die Panthers, die dann vielleicht ihren 5. Saisonsieg holen könnten oder aber Freiburg den nächsten Saisonsieg holen können. Also das ist noch nichts entschieden. Bamberg holt hier höchstwahrscheinlich den nächsten Sieg, bleibt aber trotzdem Tabellenzwölfter. Abel holt sich hier nochmal den 3, Fastbreak-Chance 3 gegen 4. Abel vertändelt fast den Ball, Rodriguez nimmt sich den Dreier, macht ihn. 11 Punkte Vorsprung, Bamberg führt mit 75, 64, 55 Sekunden noch zu spielen. Und die Mannschaftsfoul-Obergrenze bei den Panthers ist jetzt mittlerweile ebenfalls erreicht. Das heißt, Vogel kriegt 2 Freiwürfe durch das Foul von Janina Vellas, vergibt den ersten. Macht den zweiten, Bamberg führt mit 12. Jetzt sind es noch 50 Sekunden zu spielen in diesem Spiel. Abel darf nochmal ran, zieht das Foul, kriegt 2 Freiwürfe. Maybury ihr nächstes Foul, 3. persönliches Foul. Teamfoul-Obergrenze ist bei Bamberg ebenfalls angekommen. Osnabrück bekommt nochmal 2 Freiwürfe. Abel macht den ersten, Abel vergibt den zweiten und der Rebound ist bei Bamberg. Und jetzt wird hier mit Stop the Clock versucht, Bamberg an die Linie zu schicken. Natürlich sollen vor allem schlechte Schützinnen an die Linie, damit man wenig Punkte nochmal kassiert und selber im Angriff noch den ein oder anderen Punkt draufpacken kann. Ich gehe davon aus, dass niemand damit rechnet, dass die Panthers hier noch irgendwie einen Sieg bzw. immerhin noch eine Verlängerung erreichen. 45 Sekunden sind noch zu spielen. Bamberg führt mit 11 Punkten. Und dann gibt es das nächste Foul auf Bamberger Seite von Münder. Und die Panthers kommen ebenfalls zu 2 Freiwürfen. Worms vergibt den ersten, macht den zweiten. Und Maybury hat schon ein Lachen im Gesicht, die weiß, wenn ihr jetzt keine Naturkatastrophe mehr ausbrechen wird, dann werden wir höchstwahrscheinlich den Sieg einfahren. Wir führen hier mit 10 Punkten. Maybury kann noch mit 2 Punkten nachlegen. Den ersten macht sie. Mittlerweile 77 zu 66. 41 Sekunden noch zu spielen im 4. Viertel. Maybury packt dann noch den nächsten Zähler drauf. 12 Punkte Vorsprung für die Bambergerin hier in Osnabrück.
Schwerkmeier nimmt sich den nächsten Wurf, macht den nächsten Wurf gleich nochmal aus. Kommt nochmal ein bisschen heran. 10 Punkte Vorsprung. Für Bamberg 68, 67 aus Osnabrücker Sicht. Benzio geht nochmal an die Linie. Das wird sich jetzt noch ein paar Sekunden hinziehen. Die Bambergerinnen werden noch ein, zweimal ganz bestimmt an die Linie geschickt. Osnabrück darf noch ein, zweimal versuchen, am Vorsprung zu knabbern und versuchen, die Sensation irgendwie zu erreichen. Aber in der Regel und im Normalfall sollte das hier für den Sieg der Bambergerinnen reichen, die einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Schwerkmeier aus der Distanz trifft auf einmal. 8 Punkte Vorsprung. Aber Bamberg lässt den Ball jetzt einigermaßen gut laufen. Schwerkmeier zieht das nächste Foul. Schwerkmeier mittlerweile mit dem 4. Foul. An die Linie von für Bamberg geht Tonia Lohneis. Kann nochmal wieder den zweistelligen Vorsprung rauswerfen. Jetzt nicht mehr. Vergibt beide. Rebound bei Osnabrück. Rodriguez. 12 Sekunden noch zu spielen. Worms mit den nächsten 2 Punkten. Noch 6 Punkte. Aber nur noch 5 Sekunden zu spielen. Das war es dann doch. Bamberg gewinnt in Osnabrück mit 79 zu 73. Das Ergebnis ist ein bisschen enger, als es der Spielverlauf eigentlich ausdrückt. Bamberg führte hier in weiten Teilen, vor allem nach dem 3. Viertel, souverän, fast immer zweistellig, macht hier eine blitzsaubere Partie, holt den nächsten Sieg, bleibt aber Tabellenzwölfter und muss jetzt weiterhin kämpfen für den Klassenerhalt, genauso wie die Panthers, die mittlerweile ihre 7. Niederlage in Folge einstecken müssen. Das